vor allem in der ersten Halbzeit besser ins Spiel kommen müssen. Wir haben ein frühes Gegentor bekommen durch den Standard. Und allgemein in der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gemacht, haben ein paar Chancen gehabt und ja, wir haben unglücklich das 1-0 bekommen, Ausgleich gemacht und dann sind wir in der zweiten Halbzeit auch gut ins Spiel gekommen und haben wir ein unglückliches Gegentor bekommen, welches eigentlich zu vermeiden ist und das 3-1 war dann auch wieder ein individueller Fehler, wie wir es häufig haben leider. Dass wir hinten standen wir zum größten Teil des Spiels sehr sicher und dann haben wir uns unglückliche Gegentore eingefangen. Zwei durch den Standard und dann eins, was wir uns dann selber eingeschenkt haben. Da hatten wir die vermieden und wären mit 1-0 vom Platz gegangen, wäre alles anders gewesen. Natürlich Kampf, wie man auch am Ende gesehen hat. Es wurde ja ein bisschen zappelig so. Und ja, das war so das Wichtigste, was wir wahrscheinlich heute aus dem Sieg mitgenommen haben. Das war ein typisches Derby. Wir hatten viele Spieler, die letztes Jahr noch bei ETV gespielt haben, die waren sehr heiß. Auch der Rest der Mannschaft war heiß und waren hitzige Zweikämpfe dabei. Zum Schluss, unglücklich für uns, hat sich unser Rechtsverteidiger vermutlich schwerer verletzt. Ja klar, wir spielen ja nicht seit gestern Fußball. Ist ja sozusagen eine Routine geworden. Wir waren ja beide in der Verbandsliga tätig, da haben wir auch gegen Norderstedt, Niendorf und so alles gespielt. Und war halt ein normaler Arbeitssieg, aber war hart erkämpft. Ja, natürlich, ich war ein Hamburger Derby und wir haben uns darüber gefreut, die drei Punkte hier zu lassen und ja.